So, hallo an alle. Zur nächsten Let's Play-Folge. Die andere war heute Mittag mit dem Thema, also heute Mittag meine ich 14 Uhr, mit dem Thema, ob es eigentlich mittlerweile normal ist, so viele theoretische Zuschauer zu haben, als eigentlich auch Personen, die halt irgendwie Videos macht, beziehungsweise ab wann eine Zahl so normal geworden ist. Im Prinzip war es schon immer normal, die ist halt irgendwann mal größer geworden. Ich bin so ein bisschen unterbrochen worden, da wollte ich eigentlich noch einen kleinen Tacken weiterreden und so, aber irgendwie, ja, weiß jetzt nicht, kriege ich noch die Kurve zum Thema? Ich hoffe es doch mal. Ich war irgendwo stehen geblieben zwischen, dass es mir nichts ausmacht, vor so vielen Leuten zu reden, weil die ja mich genau deswegen abonniert haben, weil sie das sehen wollen, was ich so oder so schon bringe. Das heißt, muss ich mich verstellen oder irgendwie anstrengen, übermäßigst, um was Neues und Tolles zu bringen. Okay, neu und toll ist manchmal auch schön, aber nicht so gezwungenermaßen. Ich mache jetzt hier ein Unterhaltungsformat, jetzt brauche ich ein Konzept, jetzt brauche ich hier das und das, jetzt muss das gut werden, jetzt muss hier ein Witz kommen, jetzt muss hier was rumkommen. Das ist dann, weiß nicht, bei mir kommen sowieso irgendwie selten Witze, bei mir kann man nicht lachen, das ist vielleicht ein Problem, weshalb theoretisch auch andere Leute vielleicht ein bisschen mehr Erfolg haben. Ich bin halt jemand, der ist etwas ruhig, beziehungsweise er schreit nicht viel rum, aber vielleicht kann ich auf andere Weise unterhalten, entweder durch meine saloppen Versprecher oder durch, keine Ahnung, Meinungsthemen, Ratschläge, was auch immer. Wie gesagt, heute Morgen kam auch nochmal, in der ersten Folge war auch nochmal ein kleines Experiment gestartet. Und zwar solltet ihr dann mal, ich erwähne es nochmal, weil, wie gesagt, weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, gucken wegen Aufstehen morgens, wenn ihr den Wecker mal 15 Mal stellt nacheinander, bis ihr endlich aufsteht. Einfach mal nach dem ersten Bimmeln das Handy in Hand nehmen, zocken und nach dem zweiten Klingeln könnt ihr dann aufstehen, weil ihr irgendwie wacher seid. Wie gesagt, das Experiment habe ich genau erklärt, eventuell nochmal nachschauen, wer sich dafür interessiert. Und als Kommentar und irgendeine spätere LP-Folge mal posten, wenn es soweit ist. Weil das ist vielleicht mal interessant zu wissen. Bei mir funktioniert es nämlich übelst. Ist mal ziemlich schnell wach vergleichsweise und das ist halt genial. So, dann bin ich soweit fertig mit dem Terraforming hier nebenbei übrigens. Das heißt, hier oben haben wir jetzt eine große Fläche. Ich wollte mir so lange, wie ich baue, überlegen, ob ich hier oben die Kathedrale drauf baue oder ob ich die unten baue. Und, oder Kathedrale, komm, Kirche, was willst du mit Kathedrale? Mir fällt noch gerade was ein. Pass mal auf, wir haben hier oben keine ziemlich große Fläche. Das heißt, die ist nicht quadratisch, sondern sie ist eher, keine Ahnung wie, vielförmig, viel eckig und was weiß ich, eckig. Sowieso eckig, sowieso rund kann ich auch nicht sagen, weil rund ist ihr in Minecraft ja sowieso eckig. Auch wenn ein Kreis in echt theoretisch auch eckig ist, weil ein Kreis ist per Definition ja einfach nur ein Vieleck mit unendlich vielen Ecken. So, wieder was gelernt. Danke, ihr könnt morgen die Schule schwänzen. Nee, das natürlich nicht. Das will ich nicht auf mich nehmen. Geht ruhig zur Schule. Ansonsten, keine Ahnung, wie wär's mit Privatunterricht bei Spark? Halt so ein paar kleine Themen, nichts Besonderes. Weißt du, so Bau einer Atombombe und sowas? Nee, das kann ich natürlich auch nicht bringen. Am Ende, man nimmt euch noch ein Beispiel an Nordkorea und fangt an, gleich schon Drohungen in die USA zu schicken, mit einer Nuklearsprengwaffe sie anzugreifen. Das wollen wir natürlich nicht haben. Und ja, Nordkorea geht mir ziemlich auf den Sack mit dem, was sie machen, um es so auszudrücken. Diese Provokation mit Atomkriegen und so weiter sofort. Übrigens, ich habe mal auf Facebook nur so als kleine Randnotiz, jetzt fehlt mir die Erde, weißt du, vorhin da war es zu viel, jetzt fehlt sie mir. Ich habe vor zwei Tagen oder so, habe ich eine Umfrage gepostet, einfach so aus Scheiß, die hat jetzt nichts mit dem Kanalbetrieb zu tun gehabt. Und zwar, ihr könnt euch jetzt immer noch abstimmen, so auf Facebook, unten da Beschreibung, Dingen sind. Ich weiß, ich erwähne es nur, ihr wisst es alle. Und zwar, seid ihr für das, was Nordkorea im Moment abzieht, oder dagegen? Und auf 100 Stimmen, die dagegen kamen, kamen 5 Stimmen, die dafür waren. Also, ich habe es irgendwie nicht kapiert. Haben da ernsthaft jetzt 5 Leute auf Pro geklickt, also dass sie dafür sind? Also nicht, weil die denken, dass ich Pro in Survival-Games bin und gut spiele, oder tue ich ja sowieso nicht, aber oder dass irgendwas anderes Pro ist, aber hauptsache erstmal Pro geklickt oder so. Moment, ich habe mal jetzt gerade hier kurz abgelenkt. Das ist, mach ich eine Schaufel? Ich wollte doch Erde holen. Ich Depp. So, das. Die Pro ist nicht immer gut, Leute. Ihr müsst nicht immer Pro sein, ihr könnt auch mal dagegen sein. Es geht um die Frage, die da steht. Wenn da steht, seid ihr für das, was Nordkorea macht, oder dagegen? Ich bin für. Wie für? Ja, Pro oder Contra? Ja, für. Also Contra, ja, genau. Nee, also, das habe ich mal bei einer Radioumfrage oder so gehört, als hier ein paar Leute so auf der Straße angesprochen haben. Ich wohne ja in Hessen, ja. Gibt's ja den, wie heißt es, Dummfrager bei... Nein, das war es nicht Dummfrager. UFM, ja, Sender hört er komplett in Hessen.
Soll es keine Werbung sein, ich meine es ja nur. Dann kam das mal zufällig. Also pro, contra, für, nein, gegen, ja, also contra, pro. Entweder die haben die Frage nicht gelesen oder die sind tatsächlich dafür, was eigentlich noch schlimmer ist. Wenn sie die Frage nicht komplett verstanden hätten, dann aufgrund aus irgendwelchen, keine Ahnung, weiß ich nicht, dann ist es noch okay, wenn sie pro geklickt haben. Dann ist es mir wurscht. Aber wenn Leute ernsthaft drauf geklickt haben, was ich eigentlich eher glaube, weil lesen sollte man können, dann würde ich sagen, ist schon hart. Es gab jemanden, ich weiß jetzt nicht mehr den Namen und ich darf den auch, glaube ich, nicht sagen, weil ich ansonsten, keine Ahnung, datenrechtlich irgendwie blank werden kann, wenn ich jemanden öffentlich niedermache. Der hat tatsächlich noch drunter geschrieben, also wirklich zensiert, ich distanziere mich von jeglichen Anfeindungen da drauf. Eine Person hat dann kommentiert bei dieser Umfrage, Person XY, ich bin eigentlich dafür, weil, jetzt Achtung, die Begründung ist sowas, oh, ganz ehrlich, ich hab mich einmal durch den Kopf durchgefacepalmt, dass die Wand hinter mir mit meinem Hirn bespritzt wurde, so heftig hätte ich zuschlagen müssen eigentlich. Und zwar hat er geschrieben, Achtung, jetzt kommt's, holt mal tief Luft, ich bin eigentlich dafür, damit mal wieder ein bisschen Action auf dieser Welt los ist und nicht mehr diese deutsche Langeweile. Leute, ernsthaft, also ich habe dann noch so ein klein wenig zurückgeschrieben. Warte, was war das? Ach so, genau, Summer, tickst du noch richtig? Also ganz ehrlich, Leute, habe ich jetzt irgendwie hier was verpasst oder bin ich jetzt hier im falschen Film oder irgendwas? Ach ja, wir brechen mal so ganz schnell einfach oder wir sorgen mal einfach so ganz schnell für einen Atomkrieg, bloß weil es einem langweilig ist. Habt ihr sonst keine anderen Hobbys? Wenn euch langweilig ist, geht Minigolfen oder, keine Ahnung, guckt von mir aus Let's Plays, aber warum Atomkrieg? Hallo? Ich meine, seid ihr tatsächlich dann jemand, der dann da sitzt, der euch Popcorn reinschmeißt und guckt, wie die sich gegenseitig beballern oder was? Ach komm, Leute. Warum war das Schaf eigentlich vor den Partikeln? Die Partikeln müssen doch das Schaf verdecken. Egal. Okay, also das war so ein bisschen, wo ich echt gedacht habe, was zum Geier ist da jetzt los? Das war, weil ich mich noch selbst gefacepalmt hatte. Deshalb kann ich nicht mehr richtig sprechen im Moment. Der Zombie hat übrigens keine Arme. Das liegt noch im Texture Pack. Irgendwie ist ein bisschen verwackt. Ist komisch. Seltsam. Also, ganz ehrlich, ja, mach das mal. Das ging ja, es war eine ernsthafte Umfrage. Das war ja kein, was seid ihr eigentlich? Das war schon eigentlich eine seriös gemeinte Umfrage, weil ich mir schon fast gedacht hatte, dass irgend sowas Dämliches als Vorschlag mit reinkommt. Ich wollte pennen, weil Nacht ist. Also wirklich, komm schon, das ist jetzt nicht ernst gemeint gewesen, oder? Ich glaube, da waren noch ein paar andere Begründungen dabei, glaube ich, die ich gelesen habe, die pro sind, weil jemand hat gemeint, dass das theoretisch ja eigentlich schon wieder fast gut ist, weil dann teilweise später daraus Vorteile gezogen werden könnten, weil dann Korea vielleicht wieder vereint werden würde und dies und das. Genau, nachdem ein paar Atomraketen gefallen sind, dann könnte man versuchen, das dann zu vereinen. Ich meine, das ist ja kein Problem, weil dann lebt da eh keiner mehr, weil dann macht es auch keinen Sinn mehr, das in Norden und Süden einzuteilen. Also, boah, komm. So muss es doch dann auch nicht sein, oder? Ist das jetzt eine nachvollziehbare Meinung oder so? Oder mache ich mir damit vielleicht sogar irgendwelche Feinde? Ich dachte, es wäre eigentlich sinnvoll und logisch, dass man Krieg eigentlich vermeiden sollte, und zwar um den höchsten Preis, den es gibt. Bin ich da tatsächlich so falscher Ansicht oder was ist hier kaputt oder los? Das ist übrigens wieder eine Themenfolge jetzt gerade. Also, ich glaube, da brauche ich eigentlich schon fast gar nichts mehr zu sagen. Meine Meinung ist eigentlich klar dazu. Reden über Nordkorea, das war auch ein Thema. Ich so, ja, mal gucken, vielleicht so ein bisschen klein angesprochen. Da muss man sich vielleicht so vorher vielleicht noch ein paar Gedanken machen. Strichliste, jetzt haue ich es aber trotzdem spontan wieder raus. Weißt du, so ein paar Argumente, die man sich gleich schon zurechtlegt. Jetzt, es scheint ja mittlerweile teilweise ernst zu werden. Also in Japan stehen Patriot, also in Tokio teilweise auch in der Militärstation in Japan stehen Patriot-Batterien. Das heißt Abwehrraketengeschütze sozusagen. Die sind mobil auf Abschussrampen. Das heißt, wenn irgendwas dagegen kommt, dass das einigermaßen abgewehrt werden kann. Also nicht zum Angriff, sondern zur Verteidigung. Das ist schon mal cool. Ja, ganz cool. Und was da bis jetzt alles sonst noch so hingeschickt wurde, das heißt, die USA haben Zerstörer hingeschickt, eine riesige Radarplattform oder die Luftüberwachung sicherstellen soll, das heißt für 600 Millionen Dollar so ein Riesenschiff, das 100 mal 80 Meter oder so groß ist, wo so eine Riesenkugel drauf steht, die Raketenaktivitäten überwacht, das heißt, wenn irgendwas ist, dass sie Bescheid wissen und dann noch Tarnkappenflugzeuge, F-22, B-2, ja, ich weiß, ich habe seit neuestem Mal Nachrichten geguckt, weil mir die Sache irgendwie auf den Piss geht, was da unten im Moment abgezogen wird von einer gewissen Seite. Und natürlich ist es so, dass die einzige richtige Antwort bei dieser Umfrage, die ich da gemacht habe, eigentlich gegen, das heißt kontra Nordkorea wäre.
weil es ist eigentlich eine aus deren Sicht vielleicht gerechtfertigte Provokation, was ich auch keinenfalls befürworten tue. Leute, entspannt euch doch mal. Es muss nicht immer nur um Krieg gehen. Ich habe keine Ahnung, was die da behaupten wollen. Sie wollen eine Rechnung mit den USA begleichen. Okay, ja, klar, schön. Deshalb schmeißen wir gerade mal eine Atombombe drauf, gell? Ich meine, könnt's ja mal versuchen. Vielleicht hilft's ja. So ein tolles, schlagfertiges Argument. Die glauben doch nicht im Ernst, dass sie gewinnen können. Überleg mal. Nordkorea als Miniland. Die machen sogar noch Atombombentests, weil sie noch nicht, wahrscheinlich noch nicht mal ganz auf die Reihe gekriegt haben, überhaupt eine richtige zu bauen. Das heißt, es ist sogar zweifelhaft, ob die überhaupt so eine Langstrecken-Interkontinentalrakete, sage ich jetzt mal, schießen können von A nach B. B wäre in dem Fall USA und A wäre Nordkorea. Das heißt, soweit würden die wahrscheinlich gar nicht kommen und deshalb erstmal bei kurzen Strecken bleiben, obwohl. Okay, Japan ist auch schon ziemlich weit am Verhältnismäßig, aber noch kurzstreckig zum Vergleich USA. Das heißt, das könnten eher dann so Ziele sein, wie zum Beispiel Militärbasen von sonst was weiß ich wo. Ja, jedenfalls war das Thema Nordkorea. Ich soll es mal ansprechen. Ich meine, ich hab nichts gegen Nordkorea. Ich habe nur was dagegen, was da politisch gemacht wird. Ich habe nichts gegen die Leute oder so. Es kommt nicht mit Hilfe gegen Nordkorea, nein, gegen die Politik, die da vonstatten geht. Und vielleicht auch gegen eine von den Personen, die in Nordkorea leben, die dafür verantwortlich ist und mit irgendwelchen seltsamen Begründungen das Ganze vorantreibt. Muss er irgendwas beweisen oder so? Hat er, keine Ahnung, hat er einfach nur Langeweile? Ich meine, weiß nicht, mit was vertreibt er sich die Zeit, dass er die ganze Zeit, dass er jetzt so ein Mist abziehen muss? Also unser Herr Kim Jong-Dingsen und so. Einfach hingehen, schickt einfach Son Goku hin, der macht das. Schickt Son Goku hin und dann ist die ganze Geschichte erledigt. Das war jetzt ein versuchter Versuch, Ironie mit reinzubringen, aber trotzdem. So, und jetzt folgendes. Jetzt gibt es eine Anweisung an euch. Jeder, der gerade zugeschaut hat. Und jeder, der klar denken kann, der könnte oder sollte vielleicht zumindest mal einen Kommentar reinschreiben, was aus seinen Gedanken das Ganze so ist, vielleicht Ergänzung zu meinem Statement, vielleicht auch eine Ergänzung, ob er das gut findet, wie ich das oder wie ich darüber denke, weil ich würde nämlich mal gerne wissen, inwiefern das eine Meinung ist, die ich vertrete, die auch andere vertreten, also inwiefern ich da auf, ich sag mal, Gleichgesinnte stoße, die auch ähnliche Gedanken haben. Ich meine, es muss ja nicht immer gleich fetzen, ne? Man kann es auch versuchen, friedlich zu lösen, halt einer will es nicht friedlich lösen. Es ist, ich glaube nicht, dass da eine tatsächliche Provokation der USA war oder irgendjemand anders, dass sowas gerechtfertigt ist, was sie da abziehen. Ja, also das heißt, die Kommentarbox ist ab sofort eröffnet als Diskussionsrunde und das ist auch vielleicht eine ernst gemeinte Diskussionsrunde mal. Das heißt, ab und zu muss man auch vielleicht mal ein klein wenig die Ironie so ein bisschen rauslassen. Also, das ist übrigens das erste Mal, dass ich in einem Let's Play eine meinungstechnische Frage stelle oder explizit zu irgendwas Position nehme, wovon ich denke, dass es die ordentlich richtige Meinung vertritt, also oder wovon ich eigentlich eine Meinung vertrete. Ich habe mich mit Meinungen zum Beispiel bis jetzt immer rausgehalten bei irgendwelchen Themen, weil es eigentlich immer so war, dass wenn du eine Meinung vertrittst, du immer auf Leute stößt, die eine andere Meinung haben und sich nicht damit identifizieren können. Und zum Beispiel deswegen auch schlechte Bewertungen dalassen oder halt einfach irgendwie, was weiß ich, als Person mich verachten würden oder so. Das heißt, ich habe es immer versucht, das eigentlich mit allem, was ich mache, den meisten Leuten recht zu machen. Aus gewissen Streitthemen halte ich mich raus und ähnliches. Aber das, was wir im Moment hier haben, ist eigentlich so ein eindeutiges Thema. Das heißt, da gibt es eigentlich, glaube ich, nicht allzu viel zu rütteln. Wenn doch, dann rüttel mich bitte wach, weil dann habe ich halt keine Ahnung. Dann ist es halt so, das ist halt nur das, was ich so sehe. Vielleicht hat jemand eine andere Meinung, vielleicht jemand anders mehr Zeug oder so. Schickt Kommentare. Ich weiß, es passen nur 500 Zeichen rein. Schreibt halt Teil 1, Teil 2 hin, wenn die Nachricht ein bisschen länger wird. Aber manchmal tut Schreiben ein bisschen gut, wenn ihr euch schon in der Schule davor drücken tut. Haha, das weiß ich ja nicht. Schreibt ihr gerne, schreibt ihr nicht gerne. Jedenfalls, also arbeiten auf jeden Fall nicht, aber trotzdem. Ich weiß auch, dass ich eine sehr junge Zielgruppe damit anspreche. Das heißt, da bin ich auf einiges gespannt, was da so bei rauskommt. Nehmt es mir nicht übel. Ich bin hoffentlich jetzt kein böser Mensch, weil ich das so rausgehauen habe. Ist halt so, was man so erlebt, was man aus gewissen Sachen schließt und wie man später darüber denkt. Und was man selbst als sinnvoll erachtet. Und dass man zum Beispiel Frieden bevorzugt, ist jedenfalls meine Meinung. Gut, ich denke mal, das ist vielleicht eine weisere Meinung als draufhauen, ne, bis Blut kommt und so. Ich weiß ja nicht. Und ja, das wäre es im Wesentlichen, was ich dazu zu sagen hätte.
Ich bin mal gespannt, falls es jemanden gibt, der halt jetzt noch dran ist und das Ganze verfolgt, vielleicht sogar Nordkorea selbst und ich deswegen lynchen will. Im Prinzip ist es nicht böse gemeint, das erfolgt eigentlich aus einer, die Entscheidung entfolgt eher so aus einer Sache zwischen Mitgefühl, versuchtem Verständnis auch für Bewohner des Landes, auch betreffend Nordkorea, die ja praktisch damit reingezogen werden. Das Land ist ja verhältnismäßig arm, aber hochgerüstet. Und dass das einfach so, wie soll ich sagen, aus versuchtem gesunden Menschenverstand eigentlich eine Meinung ist, die für den Großteil der Menschen, auch der dort lebenden Menschen, das Richtige ist irgendwie. Keiner will jetzt, ich sag jetzt mal einfach so, auf unschuldige Weise, wenn er selbst dafür nichts kann, durch einen Atomangriff sterben, ja. Das heißt, selbst in einer Militärbasis, ja, von den Feinden gibt es Krankenschwestern oder ähnliches, die einfach nur ihren Job machen. Vielleicht Kinder, Frauen, sonst wer, was weiß ich. Man muss ja nicht zwangsläufig da was reinschmeißen, dass dadurch halt jemand mit reingezogen wird, der damit gar nichts zu tun hat. Und selbst wenn es Soldaten sind, die irgendwie Opfer durch irgendwas werden, dann ist es ja meistens auch eher so, dass die auch nichts dafür können. Die sind nicht freiwillig da zum Sterben. Sie versuchen halt eine gewisse Ordnung zu bewahren, sag ich jetzt mal, und machen auch nur ihren Job. Das heißt, die Leute, die da sind jetzt nicht böse. Genauso, wenn politisch irgendwie Streit existiert, wenn Leute oder wenn Staaten andere Staaten für irgendwas verantwortlich machen, dann ist es ja eigentlich so, dass das meistens aus politischer Ebene erfolgt. Das heißt, der Großteil der Bevölkerung, der kann dafür gar nichts. Das heißt, die meisten der Bevölkerung, der kann dafür gar nichts. Das sind wenige Leute, die viele Entscheidungen treffen und dadurch vielleicht auch große Verantwortung haben, aber auch sehr viel missbauen können. Die Bevölkerung wählt die Leute zwar, aber das heißt trotzdem noch nicht, dass immer alles gut ist, was die Leute dann machen. Und das auch nicht. Das heißt auch nicht, dass immer die ganze Bevölkerung dran schuld ist. Das habe ich auch gesagt. Ich habe nichts gegen Nordkorea. Ich habe halt nur was dagegen, dass gewisse Leute halt Gewalt in diesem Sinne ausüben. Ich meine, selbst Gewaltandrohung im Sinne von atomaren Erstschlag müsste eigentlich schon als Gewalt zählen, vor allen Dingen, weil sowas halt Panik auslöst, Schrecken. Also ich würde nicht zum Beispiel, sag ich jetzt mal, hier direkt in Deutschland irgendwo auf der Zielscheibe stehen wollen, wo jetzt zum Beispiel ein nuklearer Erstschlag drohen könnte. Ganz ehrlich, darauf hätte ich absolut keinen Bock. Das könnt ihr mir glauben. Und ich glaube auch, dass das keiner von euch eigentlich so will. Das ist eigentlich schon wieder auch eine Rechtfertigung hinter einer Meinung, sodass man verschiedene Ansichten beurteilen kann, vielleicht nachvollziehen kann, warum ich so eine Meinung vertrete, ohne deswegen gleich böse auf mich zu sein. Ich habe nichts gegen irgendwie speziellen Menschen an sich, aber vielleicht ein wenig mehr Liebe in der Welt könnte nicht schaden, Leute. Machen wir es einfach so, oder? Ist das eine simpel formulierte Beschreibung oder ist das schon wieder... Das ist jetzt nichts Abgedroschenes oder so, das meine ich jetzt auch nur ehrlich. Also das ist eigentlich ziemlich seriös gemeint, ja. Das ist schon hart, wenn man ernsthaft über solche Themen nachdenkt. Vor allem, wenn man genau drüber nachdenkt, über so viele Sachen redet, das rührt einen eigentlich. Also ich zum Beispiel, wenn ich so über das Thema rede, dann verspüre ich eigentlich auch schon so ein gewisses Gefühl von Rührung. So ist es ja eigentlich schon. Weil das ist ja ein ernst gemeintes Thema. Das ist ja nicht einfach so eine Sache, wo man sonst normalerweise im Let's Play drüber redet, wo man... Es wird schon wieder Nacht. Keinen kleinen Gedanken drüber verschwendet, sondern es ist ja eigentlich eine richtig große Sache, die eigentlich auch, was weiß ich, nie bevorsteht im Normalfall. Außer halt jetzt vielleicht mal eine Ausnahmesituation, das heißt der aktuellen Lage. Und Menschen machen halt so viele Fehler teilweise. Könnte man nicht einfach ein bisschen mehr Frieden reinbringen, beziehungsweise das ruhige Leben ist doch so, okay, warum müsst ihr euch gegenseitig zubomben? Das ist doch eher so wie... Seid doch froh darum, dass ihr einigermaßen ein ruhiges Leben habt ohne Action, als ein beschissenes Leben mit Action und Krieg. Ich meine, keiner von euch hat Bock, sich sowas anzusehen. Vielleicht gibt's Großeltern, die das noch miterlebt haben und die haben sich bestimmt nicht happy gefühlt, als die darin involviert waren. Also, für die jüngeren Zuschauer involviert heißt mit inbegriffen. Das ist halt so eine Sache an sich. Und es ist schon ein heftig ernstes Thema und manchmal ist da vielleicht, ohne es zu wollen, auch ein Tacken den Tränen nahe. Wenn man allein mal ernsthaft, richtig ernsthaft drüber nachdenkt. Keine Ahnung, wie es bei euch ist. Ob ich da vielleicht zu sensibel drüber denke, glaube ich vielleicht nicht. Vielleicht ist es weise, so drüber zu denken, weiß ich auch nicht. Ich bin jedenfalls der Meinung, lieber kuscheln als kloppen. Also, entspannt euch mal, ja, so nach dem Motto, also nicht jetzt Zuschauer, sondern da hier die Situation sollte sich mal da ein bisschen entspannen.
löst es anders, macht ein Cyberwar oder sonst irgendwas, glaubt euch da mit euren Drecks-Hacker-Angriffen, solange dafür keine Menschenleben draufgehen, ist alles okay. Da kann ich irgendwie erstmal einen Segen drüber geben, wenn ihr euch da drüben zu Tode hackt, aber oder von mir aus zu Tode Multiplayer mit MW3 oder Black Ops oder was weiß ich, da könnt ihr auch machen, wie ihr wollt. Aber ansonsten lasst den Streit aus dem echten Leben dann doch lieber raus. Ja, das ist eigentlich schon so eine Art wirklich mega Let's Talk jetzt eigentlich. Ich möchte sogar schon fast nicht die Folge beenden eigentlich, weil das Thema eigentlich so was Essentielles und Wichtiges ist. Es ist auf jeden Fall auch eine Themenfolge. Weiß nicht, simpel über Nordkorea wäre vielleicht ein guter Titel dafür. Jetzt kann ich auch mal überlegen, ich stopfe das hier so ein klein wenig aus. Vielleicht nicht so bombenmäßig jetzt hier zuzuschauen, aber vielleicht eher zuzuhören. Vielleicht ist es wichtig, drüber zuzuhören. Und ich würde schon fast sagen, ich hätte gern von jedem, der zuschaut, mindestens einen Kommentar von 500 Zeichen. Dass auch mal die Kommentarbox gefüllt wird, dass auch mal eine richtige Diskussion entsteht. Dass auch mal richtig sich ernsthaft drüber Gedanken gemacht wird. Das heißt, dass Leute auch mal effektiv was schreiben. Mal mehr als einfach nur ein gutes Video. Oder erster oder zweiter. Das ist hier in dem Falle vielleicht ein bisschen unangebracht. Auch wenn das natürlich wieder gekommen wird, weil die ersten Leute wahrscheinlich das sowieso schreiben, bevor sie das Video gesehen hat. Das ist eigentlich logisch, was heißt wahrscheinlich, sie werden es so schreiben. Und ja, ich bin einfach nur gespannt, was dabei rauskommt. Und dann beende ich, glaube ich, mal die Folge hier an dieser Stelle, auch wenn ich theoretisch noch so viel reden könnte. Wenn ich eigentlich einen Screenshot mache, Moment, kann ich zeigen, du auf meinem PC. Ich zeige gerade, kann man das sehen? Ist ein bisschen transparent, der Chat 0240 und ich muss am Morgen aufstehen, das heißt, ich mache hier einen kleinen Cut und das Thema kann man vielleicht mal wann anders weiter sprechen. Ich bin jetzt nicht so mega gut gelaunt in dem Moment, wenn man so über das Thema nachdenkt, ich hoffe mal, das merkt man vielleicht auch ein bisschen. Sowas betrifft einen, selbst wenn man auch weit weg entfernt wurde und sich nochmal ernsthaft drüber Gedanken macht, also mich zumindest. Es war übrigens das erste Mal seit Ewigkeiten, seitdem ich wieder Nachrichten geschaut habe, als ich das so ein bisschen mehr oder weniger in den Hintergrund rein oder Hinterkopf reingekriegt habe, irgendwo mal gehört habe. Dass das so ein bisschen am Eskalieren ist, Schneemänner da unten. Und ja, außerdem schaue ich wieder täglich Nachrichten. Ein Vorteil hat es, nein, natürlich nicht. Dann will ich lieber gar keine Nachrichten schauen, als solche Neuigkeiten zu hören. Jetzt interessiert es mich aber, weil ich da halt ein bisschen gucke, wie so die Lage immer ist. Und ja, wie gesagt, ich hoffe mal, dass mit den Kommentaren klappt. Wir sehen uns in der nächsten Let's Play-Folge. Ich mache hier einen eiskalten Cut an dieser Stelle und gehe mich hängen. Nein, so Depri sind wir auch nicht wegen der Geschichte, aber komm. Wir hoffen mal, dass sich die Situation irgendwie bestmöglichst löst und dass keine Spielchen mit Feuerwerksraketen getrieben werden. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten LP-Folge. Ich danke fürs Zuschauen und ich hau mich jetzt ins Bett und tschüss.